Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 15. In dieser Folge spreche ich mit der Instagram-Beraterin Julia Müller über Superkräfte, Hürden im Kopf und ehrliche Kontakte. Julia verrät auch einen Tipp, um auf Instagram so richtig durchzustarten und auch drei kraftvolle Fragen, die ihr helfen, wenn sie Zuspruch und Ermutigung braucht. Wenn dir die Folge gefällt, empfehle sie doch gerne weiter oder schreib mir dein Feedback. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach Christina Schacka. Ja, hallo zusammen. Heute ist Julia Müller mein Gast. Sie ist Social Media Managerin und Instagram-Beraterin für Unternehmerinnen. Sie hilft selbstständigen Frauen, von ihren Wunschkundinnen und Wunschkunden auf Instagram gefunden zu werden. Und das macht sie mit viel Leidenschaft und Erfahrung. Ich habe Julia in einer Art Mini-Mastermind-Gruppe kennengelernt und ich schätze ihre unkomplizierte Art, ihre Fähigkeit, die Dinge auf den Punkt zu bringen und ihre natürliche Lebensfreude. Schön, dich hier mit dabei zu haben, liebe Julia. Ich starte gleich mit der ersten Frage und das wäre, was fasziniert dich denn an deiner Arbeit besonders? Oh, das ist eine gute Frage. Einerseits mag ich natürlich total die Zusammenarbeit mit Menschen. Das liegt mir einfach total. Und ich finde es total schön, Menschen dabei zu helfen, erstens ihr Business voranzubringen und zweitens auch sich darüber bewusst zu werden, was sie mit ihrem Business erreichen wollen, wer sie sind und was sie nach außen tragen möchten. Und die Möglichkeit habe ich eben in meinem Job, indem ich einfach meinen Kundinnen dabei helfe, sich auf Instagram zu präsentieren, sich und ihr Unternehmen. Und ja, das ist total erfüllend und jeden Tag immer wieder eine neue Herausforderung und aber auch jeden Tag total erfüllend. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich habe früher gebloggt. Also ich war Bloggerin. Ich habe ganz, ganz lange Beauty-Blogs gelesen in meinem Studium, Beauty- und Fashion-Blogs, und habe dann selbst irgendwann einen Beauty- und Lifestyle-Blog gestartet und hatte deswegen schon irgendwie relativ viel Erfahrung mit Social Media und bin dann nach dem Studium in eine Werbeagentur gegangen. Und da war gerade so die Zeit, dass es anfing mit, dass man auf Veranstaltungen Twitter-Walls genutzt hat und Facebook-Veranstaltungen. Und in der ganzen Agentur gab es keinen, der sich irgendwie mit diesen Social-Media-Kanälen auskannte. Und ich war die Einzige, die sowas alles schon mal benutzt hatte. Und so bin ich da reingerutscht. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich mich da immer weiter reingearbeitet habe. Und ja, so war ich dann lange Zeit Social-Media-Beraterin in Unternehmen und habe dann irgendwann beschlossen, mich selbstständig zu machen, was aber auch mehr oder weniger dann ein Zufall war, weil ich immer wieder Anfragen hatte von bekannten Unternehmern, ob ich ihnen nicht mal mit Facebook helfen könnte, ob ich ihnen nicht mal mit Instagram helfen könnte. Und so hat es dann angefangen. Schön. Deine große Leidenschaft ist ja Instagram. Kannst du uns mal erzählen, was dich daran so fasziniert? Warum ist es ausgerechnet Instagram? Also ich mag an Instagram, weil es da einfach noch eine tolle Community gibt. Also da gibt es noch so einen Zusammenhalt, da wird noch kommentiert, da wird sich noch ausgetauscht. Und das gefällt mir halt eben total gut. Und außerdem hat man eben bei Instagram die Möglichkeit, sich halt auch wirklich zu zeigen, dadurch, dass es halt ein sehr visueller Kanal ist, der auch viel Videocontent ermöglicht und eben auch dann diese sehr spontanen Stories hat. Dadurch bekommt man halt eben einen ganz anderen Einblick in Unternehmen oder in Menschen. Oder zumindest hat man das Gefühl, einen ganz anderen Einblick zu haben. Und das gibt einem halt das Gefühl, viel persönlicher oder viel näher dran zu sein. Und das finde ich total spannend. Und ja, das macht mir total viel Spaß, das auch meinen Kundinnen zu vermitteln, welche Möglichkeiten sie haben und ihnen dann auch die Angst davor zu nehmen, sich persönlicher zu zeigen, als sie das vielleicht auf anderen Kanälen machen würden. Du bist ja jetzt im Moment mitten quasi in der Testphase deines Online-Coaching-Programms InstaBliss, bei dem ja auch ich dabei sein darf. Und erzähl mal, worum geht es da?
Bei meinem Insta-Plus-Online-Coaching-Programm geht es darum, Unternehmerinnen zu zeigen, wie sie Instagram nutzen können, um eben von ihren Kunden gefunden zu werden, grob gesagt. Also ich zeige eigentlich, wie Instagram funktioniert, aber arbeite auch ganz stark mit meinen Kundinnen daran, zu verstehen, wer sie eben selbst sind, wie sie sich positionieren möchten und für was sie eben bekannt sein möchten und das eben genau so nach außen zu tragen oder auf Instagram zu zeigen. Und deswegen glaube ich, dass dieses Online-Coaching-Programm mehr ist als nur, sag ich mal, ein normaler Instagram-Kurs, sondern es ist eben wirklich ein Programm, bei dem man auch ganz, ganz viel an sich und seinem Mindset und seinem unternehmerischen Verständnis arbeitet. Das kann ich bestätigen. Sag mal, was sind denn so das Programm läuft jetzt schon ein paar Wochen, was sind deine Erfahrungen, die du bisher gemacht hast? Also für mich habe ich die Erfahrung gemacht, dass das genau das Richtige für mich ist, dass mir super viel Spaß macht, mir total viel gibt und ich eben auch diese Arbeit in der Gruppe total mag und es die richtige Entscheidung war, sowas anzubieten, weil ich das Gefühl habe, dass die Frauen, die mit mir hier in dem Programm arbeiten, sich auch untereinander total unterstützen und voranbringen. Und das war auch so mein Gedanke, als ich als ich dieses Programm entwickelt hört sich immer so technisch an, also als ich mich dafür entschieden habe, das Programm zu machen, weil ich auch selbst so arbeite, also ich mag Mastermind-Gruppen und ich mag es einfach, mich mit anderen auszutauschen. Und ich habe das Gefühl, das bringt mich immer am allermeisten voran, viel mehr als irgendwie nur stumpf ein Buch zu lesen oder irgendein Workbook zu erarbeiten. Und das, dass ich das jetzt so beweist, dass es tatsächlich so ist und dass ich da irgendwie einen guten Riecher hatte, das ist eigentlich so mein größtes Learning. Und mein nächstes Learning ist, dass es doch ganz, ganz individuell ist, das wusste ich auch schon vorher, aber in so einer Gruppe sieht man das nochmal viel mehr, welche Probleme oder welche Herausforderungen unterschiedliche Frauen haben. Also manche haben ein Problem oder eine Herausforderung darin, sichtbar zu werden, andere sich auf Kategorien festzulegen, anderen fällt es ganz, ganz schwer, sich selbst und ihr Angebot zu beschreiben. Und so hat jede andere Herausforderung, aber in der Gruppe, in dem Gesamten, kann man sich da eben total gut unterstützen. Und das macht mir total viel Spaß. Gab es denn etwas, was dich überrascht hat? Tatsächlich hat es mich sehr überrascht, dass es vielen so schwer fällt, sich selbst sichtbar zu machen und von sich selbst Bilder und Videos zu zeigen. Gerade Video ist für viele eine ganz, ganz große Herausforderung. Und das ist halt was mir persönlich total fern liegt. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Und deswegen ist es halt immer wieder eine Überraschung, das halt zu sehen. Ich wusste das zwar von 1:1 Coachings schon, dass es manchen schwerer fällt, aber das jetzt mal nochmal so in so einer Gruppe zu sehen, hat mich schon sehr überrascht. Spannend. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ganz wichtig ist, wenn man sich mit Instagram beschäftigt oder vielleicht vorhat, da ein bisschen mehr durchzustarten? Ja, also mein Haupttipp ist immer, wenn du etwas möchtest, dann musst du etwas geben. Das heißt, wenn du möchtest, dass Leute bei dir kommentieren, dass Leute bei dir aktiv sind, dass Leute dir folgen, dann musst du als erstes selbst aktiv werden und kommentieren und anderen Leuten folgen und ehrliche Kommentare schreiben und ehrlich in den Kontakt gehen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also es bringt nichts, irgendeinen Bot einzuschalten oder unter jedes Foto nice pic zu schreiben, sondern es ist wichtig, wirklich sich immer wieder vor Augen zu führen, das sind Menschen. Hinter jedem Account steht ein Mensch und jeder Mensch hätte gerne einen menschlichen Kommentar und einen richtigen Kommentar und einen, der ehrlich gemeint ist. Ja, das stimmt, das ist ein ganz wertvoller Tipp, vielen Dank. Du hilfst ja jetzt anderen Frauen mit deinem Angebot.
Wobei hättest du dir auf deinem Weg Unterstützung gewünscht? Wo hättest du die vielleicht da gebraucht? Also ich muss ja sagen, dass ich ziemlich viel Hilfe bekommen habe von vielen verschiedenen Seiten, von ganz, ganz vielen Menschen, die mich immer wieder ermutigt haben, meinen Weg zu gehen, und die Unternehmerinnen, die immer wieder bereit waren, ihre Geschichte mit mir zu teilen und mir mir ihre Tipps weiterzugeben. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich keine Hilfe hatte. Ich hätte vielleicht viel früher jemanden gebraucht, der mich rausstupst und der mich noch mehr ermutigt als ich, und der mir früher eben einfach schon sagt, so, mach das jetzt. Das hätte ich vielleicht noch gebraucht, aber umgekehrt denke ich, jeder braucht eben auch seine Zeit und muss halt auch für sich selbst erkennen, wann für ihn, für was das der richtige Zeitpunkt ist. Ja, ansonsten hätte ich oft viel Hilfe mit Sachen Technik und Steuer haben können. Ich glaube, das wünschen sich noch mehr. Okay. Gab es irgendeine spezielle Hürde auf deinem Weg, die du nehmen musstest? Ich glaube, man muss verschiedene Hürden in seinem eigenen Kopf nehmen. Und für mich war es einfach ganz schwer, irgendwie diese Entscheidung für mich zu treffen. Und dieses Vertrauen in mich selbst zu haben, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass mich mein Gefühl nicht betrügt und dass alles gut werden wird. So, das war eigentlich für mich die größte Hürde. Also von außen gab es eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich hat mich jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, ermutigt, und objektiv gesehen gab es wahrscheinlich überhaupt, hat nichts dagegen gesprochen, meinen Weg so zu gehen, wie ich ihn gehe. Aber in meinem Kopf gab es halt viele Hürden. Und jedem, dem es auch so geht, kann ich nur empfehlen, sich da einfach Hilfe zu holen und mit Leuten zu sprechen, die auf dem Gebiet irgendwie sich auskennen und die einem irgendwie so den letzten Stups geben. Wenn du jetzt so Situationen hast, wo du merkst, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so mutig, oder jetzt kommen so da diese speziellen Gedanken, die uns dann manchmal, mit denen wir uns selbst behindern, wie ermutigst du dich dann selbst in solchen Situationen? Also mir hilft es immer total, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Also ich bin einfach so jemand, der immer in Kommunikation ist und immer im Austausch ist. Und bei mir muss so ein Zweifel muss immer raus. Und wenn der Zweifel mal draußen ist, dann hört er sich oft für mich schon gar nicht mehr so schlimm an, als wenn er so in meinem Kopf wabert. Und dann bin ich auch so ein Typ, der auch immer gerne Pro- und Kontralisten schreibt. Und der sich einfach aufschreibt, so, okay, was kann im schlimmsten Fall schiefgehen? Das hat mir immer total geholfen. Also was ist das Worst-Case-Szenario? Und dann mal festzustellen, okay, das Worst-Case-Szenario ist gar nicht so schlimm, wie man das jetzt im ersten Moment denkt, weil was kann passieren? Und dann auch einfach aufzuschreiben, okay, wenn das halt passiert, was kann ich dann tun? Also die nächsten Schritte, falls doch irgendwas Schlimmes passiert, was kann ich dagegen tun? Und dann umgekehrt auch aufzuschreiben, was kann im besten Fall passieren, und aufzuschreiben, was passiert mit mir, wenn ich es nicht versuche, wenn ich es nicht mache. Also das ist für mich auch immer so eine ganz kraftvolle Frage, weil ich auch so jemand bin, der immer versucht, also ich muss immer mit mir im Reinen sein, und ich für mich ist überhaupt kein oder ein weniger schlimmer Verlust, mein Gesicht vor anderen zu verlieren, als mein Gesicht vor mir selbst zu verlieren. Ich bin immer selbst mein größter Kritiker. Und dann zu sehen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen. So, ne? Also dann, ich muss das machen, weil um mir das selbst zu beweisen, dass ich das kann, und um nicht in einem Jahr dazustehen und zu sagen, warum habe ich es nicht gemacht. Das ist eine sehr kraftvolle Frage, wow. Die ist sehr hilfreich, ja. Ich mache noch einen kleinen Schlenker zu deinen Stärken. Was sind deine Stärken, Julia? Meine Stärken sind, dass ich
sehr kommunikativ bin und sehr, glaube auch sehr gut darin zu kommunizieren und auch gut auf Menschen zugehen kann und mit Menschen ins Gespräch kommen kann und so. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch so meine Superkraft. Also das ist so eine Stärke, die mich einfach immer wieder voranbringt und mir viele Türen öffnet oder schon immer geöffnet hat. Eine zweite Kraft oder eine zweite Stärke ist, dass ich eine extreme Willenskraft habe, die mich aber auch manchmal selbst an meine Grenzen bringt. Das ist Willenskraft und Ehrgeiz, das sind echt sehr starke Stärken, die mich aber wirklich an meine Grenzen bringen. Und dann würde ich sagen, bringt mich ist mein Humor auch eine Art von Kraft und Superkraft und Stärke, weil ich über viele Sachen immer lachen kann. Also ich finde eigentlich immer irgendwas zu lachen und ich finde auch immer irgendwie einen Weg, entweder mich, meine Situation, ja, oder meine eigenen Gedanken irgendwie dann doch ins Lächerliche zu ziehen und dann selbst darüber zu lachen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man die Welt und sich selbst nicht immer zu ernst nimmt. Manchmal nicht ganz so ernst nimmt, oder? Genau. Gibt's für dich so eine Art Vorbild? So jemand, der dich besonders inspiriert? Oder vielleicht auch mehrere? Ich habe tatsächlich, sag ich mal, mehrere Vorbilder, aber immer nur Ausschnitte von Menschen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh, der und der oder die und die ist jetzt das, der Megastar für mich, sondern es gibt immer so Teile, die mir an bestimmten Menschen besonders gut gefallen. Also zum Beispiel finde ich es faszinierend, was Emma Watson macht, die total für Frauen einsteht, die sich dafür einsetzt, dass Frauen eben für Gleichberechtigung, für Emanzipation einsetzt, finde ich total total faszinierend, dass sie das macht. Und das nehme ich mir immer wieder so als, das ist so ein Vorbild für mich eben auch, weil ich ja auch hauptsächlich mit Frauen arbeite. Ja, das finde ich einfach schön, sich so für einen, sag ich mal, für einen seiner Werte einzusetzen. Und der ist halt Gleichberechtigung. Aber dann auch wieder mag ich so sehr disziplinierte Frauen, ja. Frauen, die einfach ihren Weg gehen. Und da gibt's ganz, ganz viele verschiedene. Aber ich mag auch zum Beispiel Frauen, die sehr gut immer ihre weiche Seite zeigen können und ihre Schwächen zeigen können, weil das was ist, was mir oft sehr schwer fällt. Ja, also ich kann jetzt keine so sagen. Es sind auch viele in meinem ganz nahen Umfeld, die ich als Vorbilder sehe für bestimmte Dinge. Du hast es gerade angesprochen, dass du deine Zielgruppe, die Frauen, also die Unternehmerinnen sind. Warum hast du dich dafür entschieden? Also erstens mal, weil ich Frauen einfach mag. Also ich mag Frauen und ich mag es, wenn Frauen ihren Weg gehen und ich mag es, wenn Frauen sich dazu entscheiden, was Eigenes zu machen und sich einfach sich ein Projekt suchen und einfach ihr Ding machen. Das mag ich total und dabei möchte ich Frauen unterstützen. Und deswegen, das war eigentlich so mein Hauptgedanke. Ich will Frauen dabei unterstützen, ihr Ding zu machen und dabei und das entspannt und mit Spaß und mit Leichtigkeit zu machen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Sag mal, wo können denn dich Interessierte mehr über dich und dein Angebot erfahren? Also hauptsächlich auf meiner Website www.businessplist.de oder eben auch auf Instagram. Da findet man nochmal ein bisschen persönlicheren Einblick zu mir. Da findet man mich auch unter @business.plis. Ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptquellen. Gut, das werde ich gerne in den Shownotes verlinken, dass man dich da auch gut findet. Gibt es noch etwas, das du abschließend ergänzen möchtest? Also ich wollte nochmal sagen, für alle, die sich ihrer Sache nicht sicher sind oder alle, die nicht wissen, wo ihr Weg hingehen sollen oder ob sie ein bestimmtes Projekt starten sollen oder ob sie sich selbstständig machen sollen oder was auch immer,
wenn ihr aus eurem Gedankenkarussell nicht rauskommt, dann sucht euch jemanden, der euch dabei unterstützt und sucht euch jemanden, der euch dabei hilft und der auch nochmal vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge habt als ihr selbst. Ja, da ich ja schon ganz viel mit dir auch gearbeitet habe, kann ich deine Hilfe und Unterstützung immer total empfehlen. Und oder man sucht sich einfach jemand anderen, der bei einem in der Nähe ist oder so. Es ist, aber man sollte sich Hilfe holen und man muss nicht durch alles alleine durch. Das stimmt, ja. Und ich kann auch das Insta-Bliss-Coaching-Programm sehr empfehlen. Ich habe schon ganz viel gelernt und ich freue mich auch noch auf die weiteren Lektionen, was wir da alles von dir noch Tipps und Tricks und diese Kniffs bekommen, um da weiterzuwachsen. Julia, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung. Es war sehr nett mit dir. Zweifelst du, ob du ein Vorhaben umsetzen sollst? Bist du dir nicht sicher, ob du an deinem Projekt dranbleiben sollst? Traust du dir einen ganz bestimmten Schritt im Moment nicht zu? Oder brauchst du eine Portion Ermutigung für deine Idee oder deinen Weg? Was wir uns zutrauen, hängt nicht allein von unseren Talenten und Fähigkeiten ab, sondern auch davon, ob wir uns ermutigt oder entmutigt fühlen. Wir alle kennen diese Momente, wenn wir entmutigt sind. Dann zweifeln wir, haben Angst, sind unsicher und fühlen uns blockiert. Wir haben keinen Zugang zu unserem Potenzial, zu unseren Stärken und unserer Motivation. Im Online-Live-Workshop «Glaub an dich» in einer exklusiven Kleingruppe erfährst du, welche Kraft in der Ermutigung steckt, wie die Kreisläufe von R und Entmutigung funktionieren und wie sie uns auch beeinflussen. Und du bekommst natürlich praktische Tools, die im Alltag helfen. Und das Beste? Im Ermutigungsraum beleuchten wir dein Thema individuell. Natürlich haben wir auch Zeit für deine Fragen. Am Ende des Online-Live-Workshops hast du mehr Zuversicht in dein Vorhaben, fühlst dich bestärkt, bist motiviert zu handeln und du hast Klarheit, wie du dich selbst ermutigen kannst und den Glauben an dich stärkst. Du kannst wieder auf dein Potenzial und deine Möglichkeiten zugreifen. Weitere Infos findest du auf meiner Webseite www.potenzialforscher.ch/workshop-ermutigung.